Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Subnautica. Wir haben in der letzten Folge ja einiges hier in der Basis aufgebaut, weitergebaut und endlich mal fertig gebaut. Und heute muss ich leider noch mal ein bisschen losziehen und die müssen wir auch gleich mal reparieren, die Motte. Sehe ich gerade 83%. Ja, wir wollen hier oben Solarzellen noch drauf bauen, denn wir haben zu wenig Solarzellen, wir haben zu wenig Strom. Und also Wärmekraftwerke können wir hier nicht bauen, weil ich habe nämlich hier, glaube ich, in der Nähe gar nichts gesehen, was irgendwie wie so ein Hitze-Vulkan-Ausbruchs-Dings und so weiter aussieht. Ein Atomreaktor weiß ich nicht, möchte ich nicht bauen. Bioreaktor finde ich doof, deswegen wir bleiben, glaube ich, mal hier bei den Solarzellen. Glaube ich. Also vorerst bleiben wir bei Solarzellen und dafür brauchen wir, muss ich gerade nochmal nachgucken, wir paddeln einfach mal hier hinten zu den Solarzellen und gucken nach, was wir hier zum Bau brauchen. So, ich glaube Quarz war es gewesen. Ich will erstmal raten und dann gucke ich nach, ob es stimmt. Also ich glaube, wir brauchen Titan, wir brauchen Quarz und wir brauchen Kupfer. Titan, Kupfererz und Quarz war, glaube ich, auch eins dabei. Zwei Quarz, okay. Das heißt, wir müssen eine ganze Menge Zeugs besorgen. So, das ist die Fundstelle Alpha. Ich möchte aber zur Forschungsinsel, die ist da drüben. Okay. Denn da werden wir uns mal zu den Sea Stridern. Und wir brauchen einen Blei. Stimmt. Heißt die Sea Strider? Sea Strider? Zu diesen dreibeinigen Riesen möchte ich gerne schwimmen und dann oder paddeln oder hier mit der Seemotte hinfahren. Und wir müssen auch noch besorgen, noch einen Gelsack und wir müssen noch eins von diesen roten Kristalldingern suchen, denn wir wollen ja den Pornanzug bauen, den Krebsanzug und dafür brauchen wir das noch. So, erstmal hier rüber und wir halten mal die Augen offen, ob wir vielleicht irgendwann, oder wir können auch mal hier unten durch, damit der Motte ist vielleicht schlecht. Naja, komm. Was haben wir denn hier für ein riesiges Loch? Können wir hier vielleicht irgendwie noch was abgreifen an Quarzen? Nee. Ich hätte mir super gar... Da ist Quarz. Quarz, ich hab ein Quarz, ich hab ein Quarz. Ich seh ein Quarz, ja. Natürlich kommt jetzt hier gleich so ein Explosionsfischchen wieder. Weil immer, wenn ich was Schönes finde, kommt immer so ein Explosionsfisch. So, das war ein Titan. Wir gucken mal, was es hier sonst noch so gibt. Ich weiß nicht, ist Quarz weniger geworden? Ich habe das Gefühl, früher hätte ich gar nicht so stark nach Quarz gesucht. Da war einfach Quarz immer überall verfügbar und so. Und jetzt ist es halt irgendwie so, dass ich permanent dabei bin, Quarz zu suchen. Kommt mir jedenfalls so vor. Und so. Wie, das ist Salz. Ich darf natürlich auch meinen Marker nicht außer Acht lassen. Wo ist er denn? Fundstelle Alpha, das müsste also hier irgendwo sein. Da, Forschungsinsel. 695 Meter. Und ich wollte auch das Tiefen-Upgrade bauen für die Motte. Da hatte auch irgendwas gefehlt. Was hatte denn da gefehlt? Ich guck nochmal hier zurück, nicht, dass wir hier irgendwo ein Quarzi vergessen. Quarzi, Quarz, Quarz. So, und da? Da ist doch schon mal eins. So. Bla 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 bla. So, und weiter. Hier neben müsste eigentlich das Wrack sein, was so hochkant steht. Ja, da ist es. Und hier ist ein riesiger Quarz, den würde ich gerne abbauen und der würde auch ganz viel von unseren, ja, da würde uns viel
Zeit bei der Suche ersparen, aber den können wir erst mit dem Prawn-Anzug abbauen. So, aussteigen. Hier Quarz sammeln und das hätte ich auch gern. Rubin, genau. Es war ein Rubin, was ich gesucht habe. Wir können durch noch nur... Kann durch noch eine oder zwei Rubine suchen. Aber was wir auch brauchen, sind Gelsäcke. Und wir müssen hier ein bisschen aufpassen, denn hier sind nämlich auch die... Was schwebt denn da? Sieh mal einer an. Hier sind nämlich auch die... Warper unterwegs. Aber ich glaube, die sind ein Stück tiefer. Da müssen wir uns, glaube ich, jetzt noch keine Gedanken drüber machen. So, aber passing 100 meters. Da müssen wir also gucken, dass wir hier nicht so lange tauchen. Ich gehe mal wieder rein. So, der Motte ist das relativ egal. Die macht das mit. Aber für uns ist es ein bisschen zu tief. Das war früher auch so. Du konntest ja früher selber so weit tauchen, wie du wolltest. Nur deine Fahrzeuge, die sind kaputt gegangen, wenn du zu tief getaucht bist. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie das geändert haben. So, wir müssen kurz gucken. Ist hier ein Warper? Gut, hier ist nämlich noch ein Rubin. Den möchte ich gerne holen. Und es wäre halt blöd, wenn jetzt hier ein Warper in der Nähe wäre. Die mögen das nämlich nicht, wenn wir die so verarschen. Wenn wir mit denen hier so rumschwimmen und... So, hier ist noch ein Quarzi. Und da ist noch eins. Und noch ein Rubin. Das ist schlecht, dass wir das hören. Das bedeutet nämlich, hier ist irgendwo ein Warper. Da. Und den mögen wir nicht. Wir mögen keine Warper. Das ist Titan, okay. Das wollen wir aber gar nicht haben. So, ich glaube, ich paddel einfach mal. Wo ist mein Marker? Da ist Forschungsinsel 500 Meter. Gut, wir paddeln einfach mal hier. Oh, das war ja super. Gleich zwei. Das ist mir zu viel. Komm, wir hauen ab. Ich will mal gucken, wie tief wir hier runterkommen. Ja, das reicht noch nicht. Wir können hier tatsächlich noch nicht... auf den Boden tauchen. Das ist echt doof. Aber hier ist schon mal Quarz. Das ist gut. So, so. Aussteigen. Das nehmen wir mit. Und auch den Rubin nehmen wir mit. Das ist sehr schön, dass es die hier gibt. Jetzt müssen wir nur noch Gelpacks besorgen. Und da können wir mit der Motte nicht hintauchen. Denn die geht uns dabei kaputt. So, was haben wir hier? Da unten. Da überstrahlt irgendwas. So, hier ist auch noch ein Quarz. Sehr schön. Und jetzt bräuchten wir noch Gelpacks. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo wir das letzte Mal waren. Das war eigentlich ganz gut da. Den Gelpacks hätte ich gerne noch ein welche mitgenommen. Die gibt's aber auch. Da ist noch ein Stein. Die gibt's aber auch in der Höhle bei uns in der Nähe. Glaube ich zumindest. Wir müssten halt nur dieses Tiefen-Upgrade für die Motte machen. Und dafür brauchten wir Blasstahl. Wir brauchten... Braucht man den noch? So, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu tief tauche. Aber hier, guck mal hier. Ah, hier gibt es richtig viel Quarz. Das ist schön. Das nehmen wir gerade mit. So, das. Und hier gibt es auch Warper. Da ist einer. Da ist ein Warper. Ich mach mal ein Bild. Damit wir nicht wieder vergessen, irgendwelche Screenshots zu machen. So, erstmal hier oben drüber. Damit wir ein bisschen Abstand zu denen gewinnen.
Du, da ist aber noch ein Quarzi. Ich bin mich voll erschrocken gerade. So. So, Quarz und was haben wir noch so hier anzubieten? Das sieht jetzt nicht so interessant aus. Ich würde sagen, wir fahren mit der Motte weiter. Da unten ist noch ein Quarz. So, kriegen wir hier vielleicht noch ein bisschen Quarz hier irgendwo. Das sieht schlecht aus. Wie sieht es mit unserem Sauerstoff aus? Geht noch so ein bisschen. Hier ist noch ein Steinchen. So, dann hier mal rein. Welcome aboard, Captain. Ah, hier. Da ist Quarz und da drüben ist noch ein Rubin. Ich würde sagen, wir machen einfach mal Rubin- und Quarztour. Wenn das jetzt hier so gut läuft, dann sollten wir echt hier das erstmal einsammeln. Hier, Rubine. Es gibt ja mehr Rubine, als ich gedacht habe. Was ist das hier? Schiefer. Aha. Fetter Diamant. Gut, jetzt Diamant. Ich muss das mal ein bisschen abladen. Denn ich bin voll. So, Quarz. Ja, guck doch mal. Jetzt haben wir doch richtig schön viel hier gesammelt. So, damit sind wir voll. Wie viel können wir jetzt aufnehmen noch? Es sind 16 Sachen können wir noch aufnehmen. 16 Sachen, da würde ich sagen, machen wir halt nochmal hier unsere Tour weiter, wenn das hier so gut läuft. Am liebsten wäre mir ja, wenn wir 16 Quarze noch aufsammeln könnten. So. Dann, wenn das hier so gut läuft, dann werden wir einfach mal hier so ein bisschen an der Dings auch weiter gleiten und mal gucken, ob es hier noch mehr gibt von dem Quarz. So. Da unten, also so ein, zwei Gelpacks wären super, dann könnte ich nämlich einen Pornanzug bauen. Aber das kann man auch bei der nächsten Tour machen. Ich bin super glücklich, dass wir gerade so viele Quarze finden. Hier lassen jetzt ein bisschen die Quarze nach. Wir fahren vielleicht nochmal ein Stück zurück. Hier ist es jetzt nicht mehr so quarzig wie drüben. Wir können ja auch ein bisschen tiefer gehen. Wir müssen nur gucken, dass wir keinen Warpern begegnen. Und keinen Leviathan. So, was haben wir denn hier so anzubieten? Wir gucken uns mal ein bisschen um. Da ist noch Quarz, da sind noch Rubine. Aber erstmal checken, dass hier nicht irgendwelche Warper unterwegs sind. Oder Leviathane. Da ist noch Quarz. Vielleicht nochmal hier die Steine. Kriegen wir vielleicht noch ein bisschen Kupfer. So, aber ansonsten machen wir, glaube ich... Gehen wir, glaube ich, hier mit der Motte überall hin, weil dann sind wir etwas schneller. So. Quarz. Ja, das ist ja super. Weg hier. Weg, 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 weg. Wo ist meine Motte? Wo ist meine Motte? Da ist meine Motte. Und schon wieder rausgezogen. Verdammt. Oh, langsam ist aber ein bisschen gut jetzt hier. Das war knapp, Leute. Das war wirklich knapp. Erstmal weg. Verfolgt er mich? Blöd, Mann. Es lief alles so gut. Wo kam der denn her?
Die waren ja vorübergehend mal ihrer Fähigkeiten beraubt. Da konnten die nicht mehr angreifen. Und dann haben sich ja wahrscheinlich viele Leute beschwert, dass es jetzt zu leicht ist. Und dann wurden die wieder eingeschaltet. Ich war aber sehr, sehr glücklich, als sie nicht dich aus den Autos rausgezogen haben. Ich finde es ja eigentlich ganz gut, dass die, wenn du rumschwimmst, dass sie dich angreifen, ist ja okay. Aber ich finde es eigentlich nicht okay, dass du aus der Motte rausgezogen wirst. 62%. Der Arm von meinem Mikrofon ist genau vor der Anzeige des Zustands von der Motte. Ich hoffe, dass wir da nicht irgendwie gleich eine Havarie haben, weil ich das nicht gesehen habe. So. Oh, noch mehr Quarz. Das ist echt cool. So. So. Und wir müssen noch mal ein paar Screenshots machen. Ein paar schöne Screenshots. Das war jetzt kein schöner Screenshot. Da oben ist ein Warper. Was haben wir denn hier so? Ja, wenn man nicht guckt, wo man hinfährt. Das hat aber erstaunlicherweise keinen Schaden verursacht. Hier ist ein fettes Teil, was nach oben, was auch, also fettes Wrackstück, was auch nach oben steht. Waren wir hier schon gewesen? Ich kann mich nicht. Doch, das ist das hier, genau. Da waren wir schon gewesen. Willst du mich verarschen? Wo sind denn hier überall Warper? Und da war auch gerade noch einer. Ich schwimme jetzt weg. Wir schwimmen jetzt zurück zur Basis. Das ist mir zu gefährlich. Da liegt irgendwie... Da liegt noch eine Kante... Da liegt noch ein... Oh, der Arm. Den möchte ich gerne haben. Ist hier gerade irgendwo... Mist. Den müssen wir scannen. Und hier ist noch ein Arm. Ich mache ja gerne solche Bilder, wo die Motte zu sehen ist. Aber es wird, glaube ich, im... Ich sollte vielleicht mal ein paar andere Screenshots machen, sonst sehen die alle gleich aus. Oh, da ist ein Warper. Was bist du denn? Bist du ein Kreaturenei oder bist du sonst irgendwas? Uranit. Okay. Oh, und das müssen wir natürlich auch noch mitnehmen. So, wo geht's denn hin? Da. Das ist, glaube ich, ein großer Uranit-Brocken. So, jetzt möchte ich erstmal nach Hause. Nicht, dass jetzt hier irgendwas passiert, weil jetzt haben wir echt eine sehr, sehr wertvolle Ladung für mich jetzt. Aber ich muss natürlich trotzdem in jede Höhle reingucken, ist ja klar, gell? So. Also, jetzt haben wir eine ganze Menge Quarze gesammelt. Aber wir sind ja auch gerade ziemlich erfolgreich beim Sammeln von Sachen. Vielleicht sollten wir einfach noch eine Tour machen, wenn es heute so gut läuft. Entschuldigung. Das sollte man, glaube ich, ausnutzen, wenn man so viel Sammlerglück hat. Das ist Salz.
könnten dann vielleicht nochmal in diese Höhle runtertauchen mit den Würmern. Ich glaube, da gab es Gelpacks. War, glaube ich, hier. Da war das, glaube ich. Wir gucken mal kurz rein. Ja. Ja. Also wenn wir jetzt ein Gelpack finden, dann hätten wir eigentlich schon viel gewonnen. Oh, oh, nein, das ist mir zu gefährlich. Weg, 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 weg. Da war ein Wurm. Und die greifen auf jeden Fall das Schiff an. Außer habe ich noch nicht repariert. Forschungsinsel ist die falsche Richtung. Wir müssen da lang. So, jetzt bringen wir erstmal unsere Beute nach Hause. Bevor ich jetzt irgendwas anderes mache und alles gefährde, was wir gefunden haben. Licht können wir aber ausmachen. Oh, diese Fischer. Kleiner Moment. Musste ich kurz husten. So. Was haben wir denn jetzt hier noch so alles? Wir fahren jetzt erst nach Hause. Ich lasse mich jetzt nicht ablenken. Erstmal nach Hause und dann hätte ich gerne, würde ich gleich noch ein Stück Blei mitnehmen, um dann hier unten noch die Plattform fertig zu bauen. Das wäre mir ein großes Anliegen, damit das halt auch endlich mal fertig ist. Ich glaube, ein Blei haben wir noch zu Hause. Soweit ich weiß. So. Aber die Motte wird ja nicht repariert. Das heißt, wir gehen nochmal raus. Und werden sie reparieren, bevor es losgeht hier. Nein, du sollst aussteigen. Aussteigen, verstehst du? So, und jetzt sollst du die Motte reparieren. So. Welcome aboard, Captain. Gut, ich bin ja jetzt ziemlich vollgeladen. Ich werde erstmal hier vorne hingehen und werde erstmal mein Inventar ein bisschen entleeren. So, hier Quarz. Das da. Dann haben wir hier Titan. Gold. Und vor allen Dingen machen wir erstmal Folgendes. Wir machen jetzt erstmal Speichern erstmal. Denn wie gesagt, heute habe ich irgendwie Probleme mit meinem Rechner Silber. Und ich habe keinen Bock, dass das nachher nochmal drauf geht. So, jetzt haben wir so viele Rubine gesammelt, dass wir hier tatsächlich eine Rubinkiste machen können. Und können die hier reinhauen. So, die hauen wir da rein. Dann habe ich hier noch kristallines Uranit. Keine Ahnung, wofür wir das brauchen, aber klingt gut. So. Das legen wir hier rein. Dann, was haben wir denn hier noch in der Kiste? Ja. Genau, wir wollten die Hochleistungs-Sauerstoffflasche noch bauen. Die hatten wir das letzte Mal auch angefangen. Und dann habe ich mich ja leider verbaut. So, hier, guck mal, wie viele Kristalle wir haben. Wie viele Quarzkristalle. Sehr schön. So. Und warte mal, wenn wir jetzt sowieso schon das Zeug dabei haben. Ich nehme mal noch ein bisschen Titan mit. Und dann nehme ich noch ein bisschen Kupfer mit. Und dann werden wir als allererstes mal die Solarzellen fertig bauen, damit da irgendwie jetzt mal so ein bisschen es auch vorangeht. Jetzt hätte ich noch ein Blei mitnehmen sollen, dann wäre es ganz perfekt gewesen. Nummer 1. Nummer 2. Das letzte Mal hatte ich 4 von den Solarzellen auf jedem, auf jeder von diesen Stationen gehabt. Das war eigentlich eine gute Idee. Da hatten wir richtig gut Strom gehabt.
So. Aber jetzt haben wir auch ein bisschen was hier noch dazu genommen. Hat die jetzt 4 oder hat die 3? Die hat 3, okay. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist hier Blei? Da ist Blei. Oh ne, Blei haben wir gar nicht da. Was ist das? Doch, das ist Blei. Gut. Nochmal raus. Und dann werden wir erstmal hier hinten das fertigstellen. Huh. Sekunde. So. Dann wäre das auch fertig. Das hat jetzt auch Füße bekommen und so. Ein bisschen doof, dass hier unser Mehrzweckraum keine Füße bekommen hat. Ich dachte nämlich, der baut sich hier schön auf und dann haben wir da eine bessere Struktur. Hä? Ist das Ding jetzt hinterher geschwommen oder was? So, Quarz. Jetzt mal Quarz hier rauswerfen. Dann haben wir hier Kupfer. So, und dann noch ein Titan. Oh. So, ich weiß nicht, ob die Motte leer war. So, die war leer. Das ist schon mal sehr gut. Pass auf, ich gehe nochmal hier rein. Und wir gucken mal kurz hier bei den Tiefentauch. Hier, das war Motte, Tiefentauchmodul Stufe 1 habe ich. Blasstahlbahn habe ich. Magnetit, das hat gefehlt. Magnetit hat das letzte Mal gefehlt. Mist. Und ich hätte eigentlich auch gleich noch das hier dazu. 3 Rubine, kein Thema. Stufe 2 ist dann auch kein Thema. Nochmal Blasstahlbahn. Ist auch nicht das Problem. Wir müssten halt noch ein Magnetit auftreiben. Und Magnetit müssten wir halt mal, wo könnte man denn da mal nachsuchen? Ich möchte ja gerne, wo gibt's denn Magnetit? Ja, das müssen wir dann mal bei der nächsten Folge rausfinden. Leute, es ist schon wieder Zeit. Wir haben schon wieder überzogen. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wenn es euch heute gefallen hat, dann guckt doch morgen wieder zu. Ich würde mich darüber sehr freuen. Und bis dahin sage ich euch erstmal auf Wiedersehen. Tschüss! Hier ein Blick auf 2 von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.